Wenn ich sehr glücklich bin, dann sag ich mir immer, das kann nicht lang dauern. Es wird schon irgendwo der nächste Kummer lauern. So was hilft sofort. Oh, das hilft. Wenn ich sehr traurig bin, dann sag ich mir immer, das kann nicht lang dauern. Es wird schon irgendwo die nächste Freude lauern. So was hilft sofort. Figlia mia, per te il tempo non corre abbastanza in fretta, pur di diventare finalmente adulta. Meine Tochter, dir kann es nicht schnell genug gehen, endlich erwachsen zu sein. Aber das ist sehr merkwürdig. Eines Tages ist man erwachsen und spürt, dass man jetzt nur noch älter wird. Und es kommen die Erinnerungen als Bilder. Manchmal ist es auch nur ein Geruch, der an etwas erinnert. Ich sehe jetzt sehr oft Bilder von meinem Geburtsort Goro, diesen seltsamen Ort an der Adriatischen Küste. Es riecht immer etwas dumpf nach stehendem Wasser. Ich sehe und rieche Goro. Ich erinnere mich an eine Freundin, die sehr jung starb. Ihre Familie war arm. Aber die Eltern haben es trotzdem irgendwie fertiggebracht, der toten Tochter eine Marmorgruft zu bauen. So ist das in Goro. Die Lebenden schließen die Toten nicht aus der Gemeinschaft aus. Auf Deutsch. Ich weiß. Das heißt, auf Deutsch. Martina, sei tu? Sì. Ciao. Ciao. Come è andata a scuola oggi? Può una mamma invidiare la propria figlia? Martina. Darf eine Mutter ihre Tochter beneiden? Martina, ich beneide deine selbstverständliche Selbstständigkeit, die du schon heute hast. Als ich so alt war wie du, war ich gefangen in der selbstherrlichen Fürsorge meiner Mutter. Jeden Morgen weckte sie mich, trug mich behutsam die Treppe hinunter, wusch mich, zog mich an. Dann erst durfte ich spielen.